Eigentlich wäre ich jetzt in Nepal, doch dieses Jahr ist alles anders. Corona hat auch meine Pläne geändert. Nach Wochen im Lockdown musste ich einfach raus. Ich wollte mich und die Elemente wieder spüren. Was lag näher, als vor der Haustür zu starten? Das grüne Band zieht hier vorbei, die ehemalige innerdeutsche Grenze. Ich wohne bei Göttingen, also auf halber Strecke. So machte ich mich auf den Weg. Im Januar 21 ging ich von Göttingen bis an die tschechische Grenze. Im Februar 22 überquerte ich den Harz und wanderte bis an die Ostsee. Beide Winter waren extrem. Der Winter 21 extrem kalt und schneereich, der Winter 22 warm und stürmisch. Das grüne Band ist sehr abwechslungsreich. Ich wollte bei dieser Reise etwas über meine Heimat erfahren. Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich eine so lange Wanderung in Deutschland. Das grüne Band ist in erster Linie auch ein Mahnmal. Ich stehe direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze und ja, ich muss sagen, ich bin echt schon ein bisschen bewegt, weil ich finde es unglaublich. Also die ganzen Befestigungsanlagen sind hier erhalten und sieht ganz schlimm aus und naja, ich wohne auch in einem kleinen Dorf, ungefähr so groß wie das hier, ein bisschen größer. Da geht auch ein Bach durch und teilt es in zwei Hälften. Und wenn ich mir vorstelle, dass hier innerhalb von mehr oder weniger Tag und Nacht das Dorf für fast 50 Jahre geteilt wird, es ist krass, es ist grausam. Das finde ich irgendwie die tollen Erfahrungen bei diesem Trip, dass ich sowas mitnehmen kann. Warum ich so gerne wandere? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man abschalten kann. Beim Wandern habe ich das richtige Tempo, um nach links und rechts zu gucken, zu beobachten und nachzudenken. Ich liebe dieses riesige Maß an Freiheit. Ich kann autark über lange Zeit große Strecken zurücklegen. Auf dem Winterband lerne ich Deutschland kennen, so wie es ist. Teilweise wunderschön, teilweise, naja. Wandern im Winter ist für mich nochmal die Krönung. Die Stille, die Einsamkeit und der Kampf mit den Elementen. Winter erfordert Härte und er verzeiht dir keine Fehler. Aber wenn du im Winter dein Ziel erreicht hast, dann darfst du umso stolzer sein. Hinter mir die Grenzschilder. Ich hab's geschafft. Ich bin an der tschechischen Grenze, von Göttingen aus. Ich bin stolz und ich freue mich. Ziemlich geil.